Hi Leute, ich bin Kat und willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute gibt es mein angekündigtes Release-Video. Ich stelle euch meine most gehyptesten Releases in 2024 vor. Ja, ich habe mir ein paar rausgesucht. Ich glaube, ich habe ein paar gute rausgepickt. Ich werde aber nochmal so ein bisschen rumsuchen müssen, glaube ich, weil ich jetzt nicht alle rausgesucht habe. Aber ja, ich dachte mir, ich trage sie einfach mal zusammen. Falls ihr wissen wollt, welche Bücher rauskommen, ich glaube, ich habe einmal im Juli ein Video dazu gemacht und auch letzten Monat. Ich werde beide hier verlinken. Und ja, da habe ich einfach die ganzen Neuerscheinungen, die ich irgendwie gefunden habe, zusammengetragen und meine Meinung schon dazu gesagt. Ich würde einfach mal mit ein paar Lux-Neuerscheinungen starten direkt. Ihr könnt mir gerne jetzt schon mal in die Kommentare schreiben, auf welches Release ihr euch am meisten freut. Und zwar habe ich mir diese Templates hier rausgesucht, die Lux damals gemacht hatte. Ich weiß nicht, ob die Daten noch dieselben sind. Ich glaube, manche wurden verschoben. Da ist der vierte Teil von der Whitestone Hospital-Reihe drauf, Safe Dreams. Da steht 26.01., aber dadurch, dass jetzt erst der dritte Teil rauskommt, ich glaube, sie wurden verschoben. Ich bin mir nicht sicher, weil ich habe bei Hungdube gesehen, dass das Datum immer noch gleich ist. Ich bin mir echt nicht sicher, ob das jetzt schon fertig ist oder nicht. Ob da jetzt was anderes angekündigt war. Ich denke, es kommt so oder so nächstes Jahr und ich bin richtig gespannt darauf. Ich muss Teil 3 noch lesen, aber ich denke, ich werde diesen Monat noch dazu kommen. Dann haben wir nämlich direkt Brightest Colors von Kara Atkin, beziehungsweise der dritte Teil kommt auch nächstes Jahr raus von der Reihe. Das ist die Reihe zu dem hier. Da habe ich das Cover nämlich vorstehen. Perfect Fit. Das habe ich auch erst letztens gelesen und ich bin richtig gespannt darauf. Generell, die Bücher von Kara Atkin haben mir bisher richtig gut gefallen. Deswegen bin ich sehr gespannt darauf, wieder mehr von ihr zu lesen. Ich hoffe, dass ich Teil 2 besser finden werde als Teil 1. Teil 1 hat mir schon richtig, richtig gut gefallen, aber ich hatte auch da so ein paar Punkte, die mich gestört haben. Und genau mit auf dem Zen-Template ist einmal Cold Heart. Das habe ich jetzt schon öfters gesagt, dass ich richtig gespannt darauf bin. Das ist zu Westville von Lena Kiefer. Und dort wird es um den Bruder von Josiah gehen. Und ich bin richtig, richtig gespannt darauf. Oh mein Gott. Dann haben wir hier den zweiten Teil von Infinity Falling. Der zweite Teil hierzu. Ja, der zweite Teil ist Change My Mind. Und nachdem ich hier Infinity Falling 1 gelesen habe, bin ich sehr gespannt auf den zweiten Teil von den Charakteren, die man hier schon kennengelernt hat. Auf den dritten Teil bin ich natürlich auch gespannt, wegen Cole. Ganz einfach. Infinity Falling haben wir zusammen gelesen, also wenn ihr dort meine Meinung und mein Werdegang da so ein bisschen, was ich da mir so dachte, wissen wollt, kann ich euch gerne hier in meinem Reading-Blog verlinken. Von den Lux-Büchern, die letztens erst angekündigt wurden, Ende Oktober, ist nichts, wo ich mich so extrem krass freue. Natürlich freue ich mich auf die neuen Übersetzungen von Brittany C. Sherry, aber die Bücher habe ich schon auf Englisch da. Deswegen machen wir mit etwas weiter, was auch erst angekündigt wurde. Und zwar kommt von Kirako eine neue Trilogie raus. Da kommt der erste Teil am 13.03. Und ich bin so gespannt darauf, wie es mir gefallen wird. Nach der Artist-Reihe habe ich auf jeden Fall richtig, richtig Lust, wieder mehr von ihr zu lesen. Sie sehen auch extrem schön aus und sie bekommen einen Farbschnitt. Dann habe ich die neue Reihe von Lily Lucas. Da kommt der erste Teil, nämlich am 1.7.2024 raus. Und nach der Sherry Hill-Reihe hat sie mich komplett überzeugt. Also ich mochte die Green Valley-Reihe, aber nicht so sehr wie die Sherry Hill-Reihe. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie es mit der nächsten Reihe aussieht und wie sie mir gefallen wird. Dann habe ich mir schon vorbestellt. Einmal von Emily Henry Funny Story. Da kommt das Englische am 23.04. raus. Die deutsche Übersetzung kommt am 2.05.2024 in zwei verschiedenen Fassungen. Und zwar, ich blende das jetzt einfach mal so ein, einmal so eine normale und einmal mit Farbschnitt. Ich habe es mir jetzt auf Englisch bestellt, wie immer. Ich habe alle Bücher von Emily Henry hier auf Englisch, also möchte ich, dass die auch zusammenpassen. Und dann habe ich mir noch vorbestellt, die zwei neuen Bücher von Ellie Hazelwood, und zwar Bright und Not in Love. Ich glaube, Bright ist ein Fantasy-Buch. Und Not in Love habe ich zufällig gefunden. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Null, aber es ist von Ellie Hazelwood und ich muss noch das Buch lesen, was jetzt rauskam. Dazu kam ich nämlich auch noch nicht. Dann kommt am 16. Mai das nächste Buch von Brittany C. Sherry raus, und zwar The Problem with Players. Das hat noch kein Cover. Ich habe die englische Version hier. Also die deutsche Version kommt später raus. Ich glaube, ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo der zweite Teil rauskommt, sollte eigentlich der erste Teil übersetzt werden. Ich habe den ersten Teil der Problem-Reihe schon hier, habe ihn noch nicht gelesen. Ich hoffe, ich komme davor noch dazu, es zu lesen. Ich wollte jetzt erstmal zwei Brittany C. Sherry Bücher lesen, die ich auch noch hier habe, die ich schon länger hier habe. Aber
Virginity Sherry, ihr wisst, sie ist meine Lieblingsautorin, das geht immer. Dann kommt im April der zweite Teil zu Skung Dynasty. Das ist der hier. Kommt der zweite Teil raus, Golden Heritage. So, hier. Falls ich es vergesse einzublenden. Ich glaube, die Signia-Aktion sollte schon laufen. Ich muss einmal nachgucken. Ich habe schon wieder komplett vergessen, was ich schon bei Graf vorbestellt habe oder nicht. Und dann würde ich nämlich mit dem Live Intense Verlag direkt weitermachen. Und zwar kommt jetzt im Januar. Jetzt sind wir endlos. Der dritte Teil zu... Wo stehst du? Der dritte Teil zu den Büchern hier. Gabriela Santos de Lima, einer meiner absoluten Lieblingsautorinnen, was Sad-Bücher angeht. Und deswegen bin ich extrem gehypt darauf, wie ich es finden werde. Weil mir gefällt die Reihe bisher richtig, richtig gut. Aber sie hat mich noch nicht umgehauen von dem, was ich sonst von ihren Büchern her kenne. Den ersten Teil habe ich auf jeden Fall ein bisschen mehr gemocht als den zweiten Teil. Deswegen bin ich sehr gespannt auf den dritten Teil und wie mir der gefallen wird. Dann habe ich mir etwas aus dem Everlove Verlag rausgepickt. Und zwar, ich glaube, hier steht nämlich der 1.2.2024. Ich glaube aber, das Buch wurde schon verschoben. Und zwar von Karina Schnell, Azurblau. Ich habe ja die erste Reihe von Karina Schnell da. Ich mochte sie eigentlich recht gerne. Sie hat mich nicht umgehauen, aber man konnte sie mal lesen. Ich versuche sie euch mal hier zu zeigen. Das sind die Bücher. Weil ich war schon einmal davor, die Bücher auszusortieren. Sie haben mir zwar gefallen, aber sie haben mich nicht umgehauen, aber dann ich wollte mich noch nicht von den Büchern trennen und ich schaue dann einfach nochmal mit ihrer neuen Reihe, weil es hat mir ja schon gefallen und was da für eine Steigerung eventuell dabei sein kann. Dann kommt der zweite Teil zu der Belladere Academy raus und zwar ist das Rivals. Hier. Ich glaube, ich habe mir jetzt den dritten Teil aber abgescreenshottet. Ja, ich habe mir den dritten Teil gescreenshottet. Das ist Misfits. Der kommt auch nächstes Jahr raus. Mir hat auf jeden Fall der Auftakt der Reihe wirklich gut gefallen. Also wenn ihr da meine Meinung sehen wollt, könnt ihr meinen letzten Lesemonat angucken. Der zweite Teil ist ein Second Chance Enemies to Lovers. Sowas. Und ich bin richtig gespannt, wie Maren das umgesetzt hat. Ich weiß nicht, wann er rauskommt, aber ich denke, er ist schon angekündigt, der deutsche Teil. Und zwar von Blood and Ash, der vierte Teil. Von dem Schatz hier, der fünfte Teil. Der fünfte. Ich habe den vierten letztens gelesen. Bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt drauf. Sollte nächstes Jahr rauskommen. Ich habe jetzt noch kein Datum gesehen. Auf Englisch sollte es schon draußen sein. Ich glaube aber, der Teil kommt ungefähr so, wie der vierte Teil dieses Jahr rauskommt. Also so ungefähr April, denke ich. Das waren alle Releases, auf die ich gehypt bin. Ich weiß, dass viele Bücher von meinen Lieblingsautoren noch rauskommen, aber ich bin nicht so wirklich gehypt darauf. Also ich weiß, dass neue Bücher von AJ Shannon so rauskommen, aber irgendwie ist es nicht so, dass ich so bin, oh mein Gott, ich freue mich so richtig krass darauf. Und deswegen, ich wollte euch nochmal so eine Zusammenfassung geben, auf was ich am meisten gehypt bin. Von den ganzen Neuerscheinungen, die irgendwie angekündigt wurden und die vielleicht noch so ein bisschen rauskamen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ihr könnt mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wie schon am Anfang des Videos gesagt, kommentiert mir gerne, auf welches Release ihr am meisten gespannt seid. In der Woche kommen mindestens 2 Videos online, deswegen würde es mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Wenn ihr genug von mir bekommen könnt, findet ihr unten in der Videobeschreibung alle meine Social Media Links, also könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Wir sehen uns am Samstag wieder, wenn ich hoffentlich den Reading Vlog bis dahin fertig habe. Wir lesen nämlich Weihnachtsbücher, beziehungsweise ich lese Weihnachtsbücher für euch. Ich habe heute erst damit angefangen, deswegen ich hoffe, ich bin bis dahin durch und dann kommt ihr vielleicht ein bisschen mehr in Weihnachtsstimmung. Ich versuche es nämlich auch langsam, weil ich realisiere noch nicht, dass Dezember ist. Wir sehen uns hoffentlich Samstag wieder und bis dahin. Tschüss!